Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr mit dabei seid heute auf meinem Kanal. Heute geht es um die Münstener Brücke. Da war ich am Wochenende und da wollte ich euch ein paar Fotos zeigen. Bleibt also dran, nach der Intro gibt es mehr. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Mein Name ist Ingo Winkelmann. Ich bin Fotograf, Fototrainer und Coach aus Monheim am Rhein. Das ist zwischen Köln und Düsseldorf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich hatte ich was ganz anderes vor, am Mittwochmorgen euch zu zeigen. Aber dazu später ein bisschen mehr. Zuerst möchte ich euch hier zu dieser neuen Folge wieder mal begrüßen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und es würde mich freuen, wenn es einfach noch ein paar mehr werden. Also, wenn ihr jemanden kennt, der Interesse hat, leitet es mal weiter. So, jetzt aber zu dem, was ich euch eigentlich zeigen wollte, bevor ich zu dem komme, was ihr heute zu sehen kommt. Es hat die letzten Wochen immer ganz massiv geregnet, also richtig geschüttet. Und da hatte ich mir so überlegt, machst du mal eine Folge, fotografieren im Regen. Was ist dabei, darauf zu achten? 5 Tipps. Das Ding ist auch fertig und das wollte ich euch eigentlich heute, jetzt gerade so zeigen. Und ja, wie das Leben halt so spielt, war am Wochenende dann mit einem Mal traumhaft schönes Wetter. Es war lausig kalt, es waren irgendwas um die minus 4 Grad bei uns, aber die Sonne hat geschienen. Und da habe ich mir ganz spontan überlegt, fährst du an die Münstener Brücke, das ist bei Solingen, oder hohe Eisenbahnbrücke, die Solingen und Remscheid verbindet, und machst da mal eine Wanderung. Wetter war schön, wie gesagt. Und ganz früh sind wir schon los im Kreis der Familie. Ich hatte dann erst gar nicht vor, noch eine Kamera mitzunehmen, habe dann aber doch meine kleine Nikon Z50, die mich jetzt auch gerade filmt, mitgenommen, mit dem Objektiv hier. Das ist das 1650, das ist original drauf als Kit. Das hatte ich mit, mehr hatte ich gar nicht mit, weil ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt. Ich wollte einfach nur mal bei dem schönen Wetter raus und wandern. Das haben wir auch gemacht. Wir sind also früh hingefahren, waren auch sehr, sehr früh da, ganz schön, und gehen los. Und nach kurzer Zeit schon, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Münstener Brücke in einem Wahnsinnslicht. Ich blende euch die Bilder am Ende von meinem Gespräch, was ich hier gerade mache, von meinem Vortrag, blende ich euch die Bilder auch ein, vielleicht auch schon zwischendurch, müssen wir mal gucken, wie es passt. Und das Licht war so schön von der Münstener Brücke, musste ich Fotos machen. Habe ich dann auch gemacht. Ganz, ganz herrliche Sachen. Wir waren noch fast alleine, weil es noch sehr, sehr früh war. Und sind dann weitergegangen. Und im Laufe der Zeit, wie gesagt, es war alles gefroren. Es war sehr, sehr kalt. Da haben wir Haareis gesehen. Ich habe das vorher auch noch nie gesehen. Und zwar ist das wohl ein bestimmter Pilz, der in Bäumen hängt, die so Fäulnis haben. Und wenn es sehr kalt ist, dann gibt dieser Pilz Feuchtigkeit ab. Und das sind dann wie so kleine Haare, die rauskommen. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, ein gefundenes Bild, logischerweise. Ich habe mich dann ein bisschen geärgert, dass ich nur dieses kleine Objektiv mit hatte und kein Makro. Trotzdem bin ich überrascht, was da an Fotos entstanden ist. Guckt euch die Fotos mal an. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr auch mal Haareis gesehen habt, wenn ihr das überhaupt kennt. Ich kannte das, wie gesagt, nicht. Und die Runde hat mir so gut gefallen. Ich denke, wenn es mal ein bisschen wärmer ist, dann nehme ich mal Stativ mit, die Kamera nochmal mit und zeige euch die komplette Runde, wie sie zu laufen ist. Wir waren also knapp 3 Stunden unterwegs, war eine relativ kurze Wanderung, was weiß ich, 12, 13 Kilometer, ging eigentlich, ein paar hundert Höhenmeter drin, war herrlich. Unten immer die Wupper ganz schlecht zu sehen, weil die Bäume halt dazwischen sind. Aber die Münstener Brücke war jetzt wirklich fantastisch zu sehen. Ja, guckt euch die Bilder an. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Ein Daumen hoch würde mich natürlich auch freuen. Oder wenn er sagt, Mann, mir hat so gut gefallen, dem lasse ich sogar ein Abo da, dann lasst mir ein Abo da. Würde mich freuen. Also, bis zur nächsten Woche. Vielleicht zeige ich euch dann
Fotografieren im Regen 5 Tipps. Heute soll es erstmal darum gehen, super Wetter, kalt und Münchner Brücke. Die Bilder kommen jetzt. Bis nächste Woche, euer Ingo.